Was geht ab, Freunde, und willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde euch sagen, wie ihr noch an ein Weko-Überraschungspaket kommt oder allgemein an ein Überraschungspaket, wo es sowas voraussichtlich dieses Jahr geben wird und ob es sich überhaupt lohnt, sich so ein Überraschungspaket zu kaufen. Lasst gerne noch ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt, und dann würde ich sagen, bis nach dem Intro. Ihr kennt ja bestimmt alle die Weko-Überraschungspakete für 50 Euro, wo man sich stundenlang anstellen musste bei Weko beim Werksverkauf. Und dieses Jahr wollen sie das Ganze wieder anbieten. Letztes Jahr ging es ja nicht. Aber diesmal nicht mit anstellen, was ich leider sehr, sehr schade finde, wo ich natürlich dann dieses Jahr auch hingegangen wäre. Aber sie bieten das Ganze online an. Dort muss man dann mindestens 2 Überraschungspakete bestellen und kann maximal 3 Stück bestellen. Also kannst du zwischen 100 und 150 Euro für Überraschungspakete bei Weko ausgeben. Kannst natürlich bestimmt auch mehrmals bestellen, da kann man bestimmt irgendwie umgehen. Und das Ganze war eben dann direkt schon am ersten Tag ausverkauft. War ja natürlich klar, so beliebt wie die eigentlich überhaupt sind. Aber trotzdem gibt es wirklich noch mehr als genügend Möglichkeiten, um an diese Pakete dran zu kommen, an einen guten Preis auch noch. Ich habe heute auf der Weko-Website gelesen, dass am 29.10.2021, also genau in 2 Tagen um 12 Uhr, startet wieder ein Werksverkauf, dann eben online, wie gesagt. Und da kann man wieder solche Überraschungspakete erwerben. Da müsst ihr euch aber auf jeden Fall auch beeilen. Ich denke mal, die sind innerhalb von, keine Ahnung, es geht richtig schnell, bis die dann weg sind. Auf jeden Fall werde ich da auch versuchen, an ein solches Überraschungspaket dran zu kommen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon eins habt oder ob ihr auch noch an eins rankommen wollt. Denn meiner Meinung nach lohnen die sich von Weko extrem. Finde ich auf jeden Fall gut, dass die auf jeden Fall sowas wenigstens eingeführt haben, wenn sie schon nicht vor Ort verkaufen können. Ja. Und außerdem werden dann an dem Tag auch noch die Neuheiten vom Weko-Sortiment zur Verfügung stehen. Naja, Neuheiten sind sie eigentlich gar nicht. Sind ja die vom letzten Jahr die Neuheiten, wo dies Jahr wieder als Neuheiten angepriesen wurden. Und was ich auch sehr, sehr gut finde von Weko, die haben die Frachtkosten reduziert. Und ja, da kommt ihr eben an so ein Überraschungspaket für 50 Euro. Der Inhaltswert dieser Boxen soll ja um die 130 Euro liegen. Ja, und das würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Es sind nämlich auch ziemlich für viele verschiedene Sachen drin. F1-Feuerwerk, F2-Feuerwerk, Batterien, Verbundsfeuerwerk, Raketen, Familienartikel, Leucht- und Knallartikel, Party- und Jugendfeuerwerk. Eigentlich alles, was ihr euch vorstellen könnt, kann da drin sein. Und es stehen ja nicht ohne Grund die letzten Jahre immer so viele Leute beim Eco-Werksverkauf an. So beliebt, wie diese Boxen sind. Und selbst wenn ihr nicht an so einen Paket auf der Weko-Seite kommen solltet. Es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, um an solche Pakete ranzukommen. Fireworks and Balloons hat in seinem Video gesagt, wo er ein Überraschungspaket-Unboxing gemacht hat, dass man dieses Paket für 70 Euro ungefähr noch bei Pyro Team Store Silvester kaufen kann. Ja, ich habe danach geschaut, das ist mittlerweile auch schon ausverkauft. Und ja, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt ist ja Welle B vom Weko-Werksverkauf und dann könnten die bestimmt auch wieder ein paar von diesen Paketen zur Verfügung stellen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weiß ich natürlich nicht. Dann habe ich auf der Feuerwerksvitrine noch etwas gefunden, und zwar das Weko-Überraschungspaket ist zwar von 2020, da wurde es ja wegen Corona eben, wisst ihr alle, aber vielleicht wird es das dieses Jahr da dann auch wieder geben. Ist natürlich nur eine Vermutung, kann ich nicht bestätigen, ob das dann wirklich so eintreffen wird. Ich werde euch auf jeden Fall informieren, wenn es noch ein paar weitere Seiten gibt, wo diese Weko-Ü-Boxen zur Verfügung stehen. Ja, aber dann habe ich noch ein paar schöne Alternativen für euch. Bei mir in der Nähe, keine Ahnung, ob ihr das kennt, Pyrotechnics, Geroldshofen. Die bieten auch relativ schöne Überraschungspakete an. Da haben wir einmal ein Feuerwerksüberraschungspaket zwischen 25 und 150 Euro. Dann ein Überraschungspaket mit Batterien zwischen 75 und 150 Euro. Ein Überraschungspaket böllermäßig zwischen 25 und 50. Und ein Überraschungspaket für Raketen zwischen 50 und 100 Euro. Ja, wenn ihr so einen Shop bei euch in der Nähe habt, könnt ihr da gerne auch mal vorbeischauen. Die sind auf jeden Fall auch nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Dann weiß ich auch noch, vorletztes Jahr, also da, wo kein Feuerwerksverbot war, gab es auf PyroWeb noch eine Aktion. Und zwar ab einem Mindestbestellwert, dass du irgendwie eine Überraschungsbox dazu bekommen hast. Weiß ich nicht, ob es das dieses Jahr geben sollte. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil ich werde bestimmt noch auf PyroWeb bestellen. Und dann, das wäre auf jeden Fall schmackhaft. Dann gab es ja natürlich die letzten Jahre auch bei Bär Postenhandel und bei Tosh Pyro Überraschungspakete, die natürlich nicht so gut waren wie die Weko-Pakete, aber trotzdem auch noch relativ gut. Kann ich euch auf jeden Fall auch noch empfehlen, falls ihr unbedingt an ein Überraschungspaket drankommen wollt. Da gibt es dann natürlich auch große Variationen in den Paketen. Und was ich mir damals immer geholt habe, gab es jetzt aber seit ein paar Jahren schon wieder nicht mehr, beim Sonderpreis-Baumarkt ein Überraschungspaket. Da muss man aber auch relativ früh aufstehen, aber
wer wirklich Feuerwerk mag und auf die Einkaufstour geht, geht dann auch direkt zu den Läden, wenn die öffnen. Und da ist mal vor ein paar Jahren auch noch an ein Überraschungspaket gekommen. Und ja, ich glaube, die haben so um die 20 Euro gekostet. Da war zwar relativ viel Komet auch drin, aber trotzdem für den Preis extrem, extrem gut. Da gab es nämlich auch schon Leslie und da waren dann auch schon ein paar einzelne Leslie-Artikel da drin. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussah, ob ihr schon mal von Sonderpreis Baumarkt ein Überraschungspaket hattet, aber ich fand die auf jeden Fall relativ gut. Ja, und jetzt wollte ich euch noch sagen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, ein Überraschungspaket zu kaufen. Wenn ihr jetzt zu Silvester nicht viel ausgeben wollt, nur 50 Euro oder so und holt euch dann für 50 Euro bei Weko eine Überraschungsbox. Da weiß ich dann nicht so, ob sich das Ganze lohnt, weil ihr wisst ja nicht mal, was drin ist. Vielleicht ist ja gar nicht so gutes Zeug drin. Das wird ja von Weko gar nicht überprüft, was da alles drin ist. Da landen B-Waren drin, Sachen, die ja eben aus den Vorjahren übrig geblieben sind und da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Der Wert ist zwar immer auf jeden Fall drüber, wie angegeben, aber trotzdem, wenn ihr euch so ein Ü-Paket holen solltet, dann müsst ihr wirklich da ohne Erwartungen rangehen, weil ihr einfach nicht wisst, was drin ist. Und diese 130 Euro, wo da angegeben sind, kann man auch nicht ganz von ausgehen. Das sind wahrscheinlich die Preise von den Produkten, wie sie normal kosten würden und es gibt ja auch viele Sachen, die gar nicht so gut sind. Der Preis trotzdem hoch ist und dann wird es einfach so reingeschrieben. Ich sag mal so, Weko macht auch nicht nur gute Feuerwerksartikel. Aber ich finde allein dieses Auspacken, du weißt nicht, was drin ist. Wenn du ein Überraschungspaket hast und dann schaust du rein, das ist so ein geiles Gefühl, wenn du das aufmachst und siehst dann so Sachen drin. Und es ist ja auch wirklich dann mehr wert. Du hast viel mehr bekommen, als was du bezahlt hast eigentlich. Aber in den Paketen landet natürlich auch viel Müll, zum Beispiel F1, wo, keine Ahnung, ich hätte natürlich lieber Batterien als F1 oder zum Beispiel Tischbomben. Das wird da auf jeden Fall viel mit reingeschmissen. Falls ihr noch weitere Händler kennt, die Überraschungspakete verkaufen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn da was Sinnvolles dabei ist, dann pinne ich diese Antwort auch an. Der Hype bei mir zu Silvester wird auf jeden Fall immer, immer höher. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Im letzten Video haben ja schon viele geschrieben. 10 von 10. Ich werde auf jeden Fall immer gehypter. Wenn ihr noch auf Pyroland oder Pyroweb bestellen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da ist ein Link von mir, den könnt ihr gerne benutzen. Da würdet ihr mich natürlich auch unterstützen. Freut euch auf jeden Fall auf weitere Videos. Und ja, wenn ihr das Ganze eben hilfreich fandet, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ja, dann würde ich sagen, abonnieren, liken und Schwarzpulver inhalieren.